Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute mal eine andere Perspektive. Das hat natürlich seinen Grund. Ich hoffe, ihr könnt alles gut sehen und verstehen. Ja, was soll ich sagen? Ihr seht schon, irgendwas ist hier anders. Ich glaube, das kennt ihr noch gar nicht. Und zudem haben wir das Community-Projekt fertig. Das würde ich euch am Ende des Videos zeigen. Es ist unglaublich. Es ist Freitag nach dem Live fertig geworden. Der Plan war eigentlich, das hier mit euch zusammen fertig zu machen. Aber ich glaube, ihr kennt das. Wenn ihr irgendwie so ein Bild habt und ihr merkt, okay, wir sind gleich fertig, ich bin gleich fertig, dann könnt ihr nicht einfach aufhören. Und das geht nicht. So, das hier ist meine wunderschöne neue Wall. Die ersetzt quasi die Schiffchengaragen. Ich glaube, ich habe es erstmal nicht mehr gefühlt. Ich weiß es nicht genau. Es ist so, wie es ist. So wie es aussieht, bleiben die Schiffchengaragen auch hier. Als Backup oder als, keine Ahnung, Steinchen-Restelager. Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall die Farben so ein bisschen zurücktüddeln. Ich muss jetzt erstmal gucken, welche ich hier aus der Wall genommen habe. 747. 976. Hm, 991. Und 3778. Okay, drei Plätze frei. Das passt wunderbar. Okay, dann können wir das wegschmeißen. Denn das Bild ist ja erledigt. So, die Wall ist, ich glaube, 45 mal 90. Oben drüber hat sie eine wunderschöne Lichtleiste. Die würde ich euch mal anmachen. Jetzt erstrahlt alles in hellem Glanze. Das wird heute ein kurzer Vlog, aber ich sag's euch direkt, ich werde spoilern. Ich werde euch das fertige Bild auf jeden Fall zeigen. Ja, was soll ich sagen? Es wird einiges zu sehen geben. Der ein oder andere hat es ja schon so ein bisschen vermutet, was es wird. Ach nee, das war falsch rum. Ich gebe euch einen Tipp, klebt Etiketten nicht an die Seite drauf, weil das kriegt er nicht wieder geil ab. Das ist nicht cool. Das ist einfach nicht cool. So. Wir haben übrigens Samstag, 11.28 Uhr. Das müssen wir alles umtüddeln. Nee, wir machen das anders. Wir stellen die fertigen dahin. So, also heute wirklich echt mal nur ein kurzer Vlog. Seid mir bitte, bitte, bitte nicht böse. Aber was ich euch auf jeden Fall noch zeigen möchte, ist nämlich das hier. Und zwar die neuen Schreitagbilder. Schaut auf jeden Fall im Shop. Sie sind natürlich schon online. Und das Ganze bis 23.59 Uhr. Was ich euch aber auf jeden Fall noch zeigen möchte, das sind die ganzen Bilder, die im Community-Projekt sind. Ihr findet die alle in Bilder des Tages. Es sind unfassbar viele. Und die sind alle mit 20% Rabatt. Ich muss mal gucken, wie ich euch hier einstellen kann. Ja. Das ist der Hammer. Habe ich schon gesagt, dass es über 100 sind? Sind es. Alle mit 20%. Amber ist dabei. Herr Marshmallow ist dabei. Kleine Welt im Koffer. Andrea. Harmonie der Planeten. Magischer Hirsch. Eisauge in Strass und Normal. The Fairy Queen. Vintage Books. Es sind jede Menge. Also schaut unbedingt rein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch spoilern. Und es war eine lange Woche. Nächste Woche wird richtig anstrengend. Da haben wir das 24-Stunden-Live. Ich habe noch viel vorzubereiten. Ich freue mich einfach mega drauf.
Jetzt nehme ich euch erstmal raus hier. Da könnt ihr euch das gute Stückchen nochmal angucken. Alle 446 Farben sind drin. Dann habe ich hier noch so Röhrchen, wo ich noch so Sachen reinstecken kann. Das ist noch ein bisschen geheim. Ja, absolut Hammer. So, nochmal große Warnung. Wir gehen jetzt rüber ins Esszimmer. Da liegt das Community-Projekt Mystery Nummer 3, der Ursprung im Bund, komplett fertig gepaintet. Ich werde ihn jetzt gleich zeigen. Also, wir gehen jetzt rüber. So, ich hoffe, ihr seid soweit. Ich sage es noch ein letztes Mal. Ich werde das Community-Projekt Mystery Nummer 3, der Ursprung im Bund, jetzt zeigen. Und ich habe jetzt das Gefühl, dass man quasi mit jeder kleinsten Faser erkennt, was es ist. Achtung, man sieht es schon, oder? Das Bild ist der absolute Wahnsinn. Ich liebe es ganz, 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 ganz doll. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und es sieht absolut Hammer aus. Ja, es sind natürlich Diamanten. Das ist der Ursprung im Bund. Der Ursprung des Diamond Paintings. Ihr Lieben, ich sag danke. Das war der kürzeste Vlog ever. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Nächste Woche kommt dafür ein ganz, ganz krasser Vlog. Also seid wirklich gespannt. Ich sage euch, das hat noch keiner gesehen. Damit rechnet niemand. Das hat es so noch nicht gegeben. Und zwar alles davon. Also, das waren jetzt 7 Minuten. Es tut mir schrecklich leid. Aber nächste Woche wird euch ganz, ganz hart entschädigen. Ich sag danke. Die Bilder des Tages vom Community-Projekt bleiben drin bis Montagmorgen. Dann gehen sie auf jeden Fall raus. Jede Bestellung auf Bilder des Tages kommt in den Lostopf. So, kommt in den Topf. Und ja, dann werden insgesamt 3 glückliche Gewinner gezogen, die sich je ein Bild nach Wunsch aussuchen können. Also ja, ihr habt noch bis Montag die Möglichkeit und den Schreitag, die Neuvorstellung, die neuen Bilder, die habt ihr noch bis Sonntag 23:59 Uhr. Also es ist noch nicht zu spät. Ich sage vielen Dank. Schreibt gerne in die Kommentare, ob euch das Motiv gefällt, ob ihr das so bestellt hättet, ob ihr euch das unter einem Mystery vorstellt. Es wäre allerdings lieb, wenn ihr nicht reinschreibt, oh mein Gott, ich habe gewusst, es sind Diamanten. Weil dann ja, ist es für die Leute eventuell doch noch mal ein bisschen kurz blöd, die nicht wissen wollen, was es ist. Ich versuche es wirklich so gut, wie es geht, irgendwie vor den anderen geheim zu halten. So, vielen lieben Dank. Habt ein wundervolles Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche mit dem krassesten Vlog ever.